Guten Morgen. Ja, es gibt ein jugendliches Aussehen in 21 für mich. Alter Falter, der tut fürchterlich weh. Er geht, er hier ist auf dem Rückzug. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Zum Glück hat das mit Lidschatten nichts zu tun, nicht wahr? Und wir probieren jetzt, nachdem wir sie gestern ausgiebig geswatcht haben, gestern? Nee, vorgestern. Falls ihr Knurrgeräusche oder Fack oder irgendwie sowas hört, das ist Herr Unfug da im Hintergrund. Wie immer, na, die Katze wird es wohl kaum sein, ne? Und ja. Ich schnappe mir ein Base Shadow Brush, müsste das sein, ja, von Real Techniques. Der hier hat noch kein klebriges Gummi unten, das ist ganz gut. So, und ich will eigentlich nur aus Prinzip raus, bisschen Getränke holen und vielleicht bei DM einmal gucken, ob es von Essence diese Your Power LE gibt. Und tatsächlich möchte ich den roten Lippenstift haben. Aus Prinzip. Ich sollte mein Gesicht nach. Naja, es gibt keine. Ich habe keine Schokoladenseite, ich habe nur Streuselkuchenseiten. Hier. Naja. So. Ich gehe mal in Civilization. Das ist dieser wunderschöne Ton hier. Versuche mir den mal so ganz vorsichtig in die Lidfalte zu hauchen, wenn er mich denn lässt. Ich habe den You Better Work Lidschattenprimer drauf. Der ist ja wirklich, wirklich gut. Also ich finde ihn gut. Und also wenn ihr den noch im Vorrat liegen habt, könnt ihr euch darauf freuen. Ich finde den sehr unkompliziert. Und das geht besser als ich dachte. Der ist eigentlich sehr pigmentiert, aber der lässt sich super schön so hinhauchen. Als Rouge würde mir diese Farbe nicht so gut stehen. Aber als Lidschatten bin ich gerade sehr verliebt. Also was ich alles als Lidschatten benutze, was ich sonst mit der Kneifzange nie anfassen würde. Also braune Schuhe gibt es bei mir nicht, ne? Habe ich schon öfter mal erzählt, aber. Oder eine braune Handtasche oder so. Nee. Nee. Nö. Braune Jacke. Nope. Sei denn, es ist ein kaltes Braun, was dann schon ja eher so Richtung braun-grau geht. Ja, okay, aber so richtig braun? Nee. Würde mir stehen, aber. Oh, mal ein bisschen gerade machen. So. Ich hätte euch den Anblick natürlich auch ersparen können, aber wenn ich mich schminke und euch nicht mitnehme, komme ich mir blöd vor. Also bei so, ne? Solange es mir gut geht und ich die Zeit habe, dann treffen wir uns hier und wenn einer sagt, oh, ich kann den Anblick nicht ertragen, dann ja, dann bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Jo. Ich nehme mal den eigentlichen Off-White-Ton und setze mir den mal hier hin und dann können wir mal. Ja, doch. Funktioniert auch zum Highlighten. Wenn ich den auf dem Handrücken swatche, sieht er mindestens so dunkel aus wie ich, aber hier auf dem braunen Bogen, nö, das ist okay. Irgendwas hinmachen. Das verschwindet sonst. Hier ist ja das Schlupflid, auch nicht so. Also nicht wirklich Schlupflid, aber. Eher Richtung als, naja. So, das war der erste Pinsel. Auf zum zweiten. Irgendjemand muss demnächst auch tatsächlich Pinsel waschen. Ich musste den ganzen Dezember keinen Pinsel waschen. Das war das einzig Bequeme sozusagen an diesem blöden Kranksein. Ich glaube, ich möchte Marble Statues nehmen. Weil der so schön ist, das ist dieses Platin. Oh, bitte. Wie schön kann denn bitte ein Lidschatten sein? Das
Das ist eine ganz besondere Farbe, finde ich. Also natürlich ist es irgendwo eine schlichte Farbe, ne? Also ist ja keine Knallfarbe, aber so in sich, da ist grün, da ist grau, da ist Gold, da ist weiß, da ist... Finde ich super schön. Ich habe übrigens auf, Achtung, Achtung, Werbung, Amazon Prime, da gibt es eine Serie, wobei die beiden Staffeln unterschiedliches, also das sind zwei unterschiedliche Geschichten, zwei ganz eigene, die sind von Ridley Scott, nee, wie heißt er denn? Der Typ, der Alien produziert hat. Doch, Ridley Scott. Oder? Ja, naja. Auf jeden Fall, der Typ, der hat das produziert. Und das sind beides historische Dinger. Die eine ist länger her als die andere. Die eine ist 1860 oder so, keine Ahnung. Und die zweite Staffel spielt im Zweiten Weltkrieg im Endeffekt. Und ganz unterschiedliche Geschichten. Was sie gemeinsam haben, ist so ein Horror-Mystery, ja, wie soll ich sagen, Ambiente und ganz, aber ganz, und also unterschiedlicher geht's ja schon bald nicht mehr. Also auch so, weiß ich nicht, auch die Charaktere sind ganz unterschiedlich. Und ich habe das Gefühl, in der ersten Staffel gibt es weniger ausgeprägte Hauptcharaktere als in der zweiten. Also da ist viel verteilt, sage ich mal. Also auf jeden Fall, ich habe zwei Staffeln in fast zwei Tagen, in drei Tagen geguckt, so ungefähr. Es war herrlich. Und bitte auf Englisch, wenn ihr könnt, mit Untertitel. Das, davon lebt da eine Menge. Also, ja. Welche gruseliger ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ich glaube, die erste. Ich glaube, ich finde die erste tatsächlich gruseliger. Weil das weiter weg ist, irgendwie so. In den Außenwinkel, ich glaube, gebe ich ein bisschen, also wir probieren jetzt mal Megalomania. Das ist dieses Bronzegold. Er hier. Ja, das ist tatsächlich dunkler und gelber. Gelb, gelb, mehr gelb drin rein. So ganz leicht, ne? Ja, reicht mir auch schon. Oh, ist die schön. Innenwinkel, Highlight, Ton, auch überhaupt kein Problem. Da haben wir Monument. Tendenziell warm, aber nicht völlig. Sehr schön. Sehr schön aufhellend. Wirklich. Man kann ihn natürlich auch für alles Mögliche benutzen, aber da finde ich ihn gerade sehr gut. Ich habe den unteren Wimpernkranz noch gar nicht gemacht. Ich glaube, da nehme ich mal einfach, damit wir ein paar mehr Farben ausprobieren können. Man könnte jetzt natürlich ganz normal in Civilization gehen und das Ganze abschließen. Ich möchte jetzt gerne in Anthropologie. Anthropology. Oh, ist der schön. Oh, so ein richtiger Sandsteinton. Guck mal, und wie schön weich. Und ich meine, so richtig verblendet habe ich hier jetzt noch nicht. Wirklich erstmal nur so ein bisschen hingeplüscht. Hingeplüscht! Lu, wie hast du das gemacht? Ich hab das da so hingeplüscht. Du kannst Schminke plüschen? Ich hab, ja. Krass. Krass. Das hat er gehört, weißt du? Ich glaube, er hört fast alles. Ich hab
dann noch so nicht so. Naja. Solange der Server lädt, kann ich alles hören. Wenn der Server dann geladen ist, dann höre ich nicht mehr so viel. Okay. Das ist mein Freund hier, ne? Das sieht man. Ja. Jetzt kommt das Pink auf. Weißt du, dass ich dein Freund bin? Ja. Ja. Bist du, manchmal bin ich mir da nicht so sicher. Das war jetzt hart. Das trifft mich tief. So, ich mache jetzt nur ein bisschen was von der Puder Foundation drauf. Yay. Dann habe übrigens online die richtige Farbe gefunden. Nicht die 130, die ist wirklich ein bisschen dunkel. Also wenn ich sie nur so ein bisschen mit dem Pinsel auftrage, dann geht's. Aber ist nicht die richtige Farbe. Die, ich weiß gar nicht, was gab's denn da? Die ging dann auch eher ins Rosa, aber das finde ich bei einer Puna Foundation jetzt nicht so relevant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, aber da ist ja eh die Maske, aber jetzt könnt ihr euch Puder Foundation vielleicht auch noch mal ein bisschen angucken. Also das ist, die ist gelungen, ne? Die Textur ist gelungen, das muss man schon so sagen. Ich finde das ganz spannend, weil Fenty ja auch eine rausgebracht hat und ich bin gespannt auf den ersten, auf das erste Vergleichsvideo von der L'Oreal und von der Fenty. Ich möchte eigentlich, dass die Fenty gewinnt. Weil das, egal wie groß sie ist, ist das ja trotzdem eine Independent-Marke. Soweit ich weiß. Oh, Haar. Killer. Killer. Ding, 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 ding. So. Happy Dad. Machen wir uns noch was auf die Wange. Da ist ja nichts los, ne? Da ist noch. Da habe ich keine Entzündung. Stehe ich jetzt deswegen auf? Nö, ich mache mir jetzt ein bisschen Spray ins Gesicht und dann lassen wir das gut sein. Ich hatte, das war ganz niedlich, ich hatte die was Mama das Spray hier empfohlen und sie ist von der Art, wie sich das Spray verhält, völlig entsetzt. Und sie meinte, das ist ja ein Wasserwerfer. Und mir fällt das gar nicht so auf, weil ich das schon so lange benutze. Sie hat es sogar noch in eine andere Flasche gefüllt, mit einem viel feineren Sprühkopf. Und sie sagt, es ist besser, aber die Zusammensetzung von dem hier ist wohl wirklich eher so, pff, ne, Wasserbombe. Und ich habe mich da schon so dran gewöhnt, weil ich das schon so lange benutze, ne. Aber jetzt, also ich finde nicht, dass diese Puder Foundation, dass Pudrigkeit da ein Problem ist, weil man ja eh mit Spray rübergeht. Und dann habe ich da überhaupt keinen Schaden von. Also, Stirn sieht jetzt noch nicht zu trocken aus. Und diese Palette ist ja wohl. Also, man könnte jetzt hier noch so ein bisschen elaborierter verblenden. Wenn man denn jetzt. Also, ich finde, das muss ich bei so gelblichen, mitteldunklen Tönen muss ich mir immer gar nicht so Mühe. Das ist wunderschön. Wirklich. Das ist wirklich wunderschön. Ich finde auch nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie mir im Internet auch nochmal angeguckt. Ich finde nicht, dass die Bilder im Netz ihr gerecht werden. Also ich finde nicht, dass man da sieht, wie schön die ist. Also man kann ja von so einem Blick auf so eine Palette, kann man ja immer nur erahnen, wie die Farben so zusammenspielen. Aber das ist wirklich, und also gerade die Matten haben eine Seidigkeit und eine Cremigkeit, das ist wirklich, also dazu war wirklich bang-up Job. Also wirklich gut. Und sie ist tendenziell natürlich warm. Ne? Der einzige kühle Ton ist der hier.
der hier, also es sind 1, 2, 3, es sind 4 kühle Töne drin und dadurch, dass da 10 Farben drin sind, ist die Mehrheit halt warm. Gerade was, ja. Aber wer das möchte, wer das mag, wen das nicht stört. So pretty. Und die ist leicht, hat aber trotzdem so ein, das ist kloppt, aber hat einen guten Griff. Ja. Wunderschön. Ja. So. Ich gehe jetzt in den Supermarkt überfallen. Mir ist der Cider ausgegangen. Das geht nicht. Noch ist Lockdown, noch darf der Cider nicht ausgehen. Wir sehen uns, denke ich, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Oder so. Bis dann.